Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich begrüße dich zur heutigen Folge und ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Und ich habe heute ein absolutes Schlüsselthema für dich wieder. Und zwar ist das das Thema Selbstliebe, / Selbstfürsorge. Und ja, ich weiß, dass das ganze Thema mittlerweile irgendwie so ein bisschen abgedroschen schon ist. Und man hört es irgendwie überall und niemand weiß so richtig, ja, wie man das so richtig umsetzt. Und auch darüber möchte ich heute mit dir sprechen, warum das Thema einfach mittlerweile ja so einfach missbraucht wird teilweise schon, wo uns einfach vorgegaukelt wird, so nimm dich jetzt an, wie du bist und akzeptiere dich so, lieb dich jetzt. Und ja, so einfach ist das Thema halt einfach nicht. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und freue mich da wirklich ganz besonders drauf, weil das für mich ein absolutes Schlüsselthema ist. Und ich habe dir in den bisherigen Folgen ja gesagt, solange wir eigentlich die ganze Zeit über in diesem Kampf stehen, ja, können wir gar nicht diesen Punkt erreichen, wo wir glücklich und zufrieden sind. Und der Gegenspieler neben dem Kampf ist halt einfach Liebe. Und genau deswegen brauchen wir diese Liebe. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie wird das Thema mittlerweile überall irgendwie benutzt. Ja, wir lesen irgendwie überall, liebe dich selbst und du musst dich selbst lieben und nimm dich an, wie du bist. Und ja, also ich habe es zumindest so empfunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, dass es mich irgendwie irgendwann genervt hat und wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich weiß jetzt, ich muss mich lieben, ich soll mich annehmen, aber ja, wie soll das funktionieren? Weil all diese Themen sind in meinem Kopf, ja, diese ganze Ablehnung gegen mich selber, die ist in meinem Kopf. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich halt genau die Dinge, die mir halt nicht gefallen. Ja, alles gut und schön, dass ich vielleicht jetzt sogar an einem Punkt bin, wo ich sage, ich weiß, dass das eigentlich der richtige Weg ist, aber trotzdem kann ich damit nichts anfangen. Trotzdem weiß ich eigentlich nicht, wie ich das umsetze. Und da war ich dann irgendwann an einem Punkt, da hat es mich wirklich genervt, wenn ich das Thema Selbstliebe irgendwie gehört habe oder gelesen habe, wo ich dann dachte, oh, jetzt hör mir einfach auf damit. Ja, ich würde mich ja selbst lieben und selbst annehmen, wenn ich es denn könnte. Und das ist dann halt auch irgendwie so das Fatale, weil es ist halt das absolute Schlüsselthema. Aber ja, das ist halt ein Prozess, es ist ein Weg und es funktioniert halt nicht mal eben so, ja, dass wir plötzlich morgens uns im Spiegel anschauen und uns annehmen können, wie wir sind. Und da möchte ich jetzt nochmal genauer mit dir drauf eingehen. Also, vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du sagst, ich habe eigentlich die Nase voll. Ich möchte mich eigentlich so annehmen, wie ich bin. Ich möchte im Frieden mit mir sein. Ich will mit meinem Körper in Zusammenarbeit widerstehen. Ich will nicht mehr gegen ihn kämpfen. Aber wie zum Teufel soll ich das irgendwie umsetzen? Und ich war oft an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte diesen ganzen Wahn jetzt irgendwie ablegen. Ich möchte mich annehmen können. Und ich habe dann damals Fehler will ich gar nicht sagen, es war ja alles ein Entwicklungsprozess, aber ich bin dann damals den Weg gegangen, ich habe mir Tipps dann durchgelesen. Ich habe mir dann im Internet, habe ich einfach mal eingegeben, Selbstliebe, ja, wie liebe ich mich selbst? Und dann finden wir so Tipps, dass wir uns vor dem Spiegel stellen sollen und nur auf die positiven Dinge achten sollen. Okay, habe ich dann gemacht, aber es hat sich halt trotzdem einfach nichts verändert. Ja, das sind alles so Tipps, die gehören ja zum Teil des Prozesses und gehören mit zu dieser inneren Reise, aber die können halt einfach nicht die Antwort darauf sein. Ja, das ist nicht die Antwort darauf, wie wir uns jetzt annehmen und lieben können. Und ich habe dann irgendwie angefangen, an mir selber zu zweifeln und dachte dann auch, warum funktioniert das denn nicht? Warum, wenn ich vor dem Spiegel stehe, selbst wenn ich auf die Dinge achte, die mir gefallen an mir,
sind trotzdem als allererstes die Dinge im Kopf, die mir nicht gefallen. Und ja, wie soll ich das Ganze jetzt einfach ignorieren? Wie soll ich das Ganze irgendwie beiseite schieben? Und wenn das gehen sollte, wie soll das irgendwie gehen? Wie soll ich denn diese Themen ausblenden? Und bei mir war es halt so, und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen anderen auch so geht, dass wir halt gerade diese Themen, die uns nicht an uns gefallen, dass wir die halt im Kopf haben. Und selbst wenn wir unsere Gedanken mit ganz, ganz viel Bewusstsein und Achtsamkeit immer wieder korrigieren, wenn wir schlecht von uns denken, dann kommen halt trotzdem all diese Unsicherheiten durch, ja, all diese Ablehnung, die wir eigentlich gegen uns selber empfinden, und dieser ganze Kampf, den wir innerlich tragen, der hört halt nicht einfach auf. Und es hat echt lange gedauert, bis ich eigentlich verstanden habe, dass es halt nicht darum geht, diese negativen Punkte einfach beiseite zu schieben, sondern es geht darum, sie anzunehmen. Ja, und auch wenn sich das jetzt erstmal so ein bisschen paradox anhört, aber es ist genau der gleiche Punkt wie immer. Wenn wir anfangen, dagegen zu kämpfen, ja, sie abzulehnen, diese Gedanken beiseite zu schieben, zu ignorieren, dann befinden wir uns halt wieder in diesem Kampf. Das bedeutet, wir müssen diese Gedanken und das, was sich in uns aufgebaut hat, nicht hassen, nicht beurteilen. Es geht nicht darum, uns selber zu beschimpfen deswegen oder ja, zu verurteilen, sondern es geht wirklich darum, die positiven Punkte wieder richtig herauszuholen und in den Fokus zu schieben. Und ja, eines der wichtigsten Umdenkstrategien für mich war folgender Satz. Selbstliebe beginnt mit Selbstmitgefühl und mit Selbstfürsorge. Das heißt, es geht nicht darum, uns morgen jetzt direkt selbst zu lieben, uns anzunehmen, wie wir sind. Ja, weil wir haben all so viele Jahre diese Ablehnung aufgebaut. Das kann sich nicht einfach so drehen. Sondern es geht darum, erstmal Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge aufzubauen. Das heißt, wenn du selbst Mitgefühl zu dir selber wieder hast und dich wirklich um dich sorgst und kümmerst, dann kannst du Step by Step diesen Kampf beenden. Und wie gesagt, es ist eine innere Reise und ein Prozess. Und genau deswegen geht es nicht darum, beiseite zu schieben, sondern es geht um eine Fokusverschiebung. Es geht darum, dass du dich um dich selber wieder kümmerst, wieder, wie gesagt, in diese Selbstmitgefühl, in dieses Selbstmitgefühl, in diese Selbstfürsorge gehst. Ja, es geht um Annahme hier. Und nur mit einer Annahme kannst du eigentlich die Ablehnung und diese Selbstkritik durch Gutmütigkeit, durch Verständnis und Sanftheit irgendwann ersetzen. Also anstatt dich einfach im Spiegel anzuschauen und irgendwie zu verdrängen und wieder zu ignorieren, sollten wir also erstmal selbst Mitgefühl aufbauen. Und ich gebe dir jetzt mal einen Gedanken mit, der mir so unfassbar viel bei dem ersten Schritt in die Selbstfürsorge und das Selbstmitgefühl geholfen hat. Und ja, das ist nämlich der, dass ich damals angefangen habe, darüber nachzudenken, wie empathisch ich eigentlich anderen Menschen gegenüber bin und wie viel Mitgefühl ich für sie habe. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wie viele Gedanken ich zum Beispiel über die mir selber persönlich über die Menschen mache, die ich wirklich liebe und was ich alles dafür tue, dass es ihnen eigentlich gut geht. Ja, und ich habe dann darüber nachgedacht, dass ich einfach, wenn es ihnen zum Beispiel nicht gut geht, wie bedacht ich wirklich mit meinen Worten bin, die ich ihnen gegenüber äußere, um ihnen einfach nicht weh zu tun, sondern im Gegenteil, um ihnen Mut zu machen, um ihnen zuzusprechen, um ihnen bewusst zu machen, was für wundervolle Menschen sie sind. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ja, wenn sie zum Beispiel wirklich Zweifel sich selbst gegenüber haben, wie ich mich dann um sie kümmere. Ja, ich würde ja niemals irgendwie sowas zu ihnen sagen, dass sie irgendwas nicht erreichen können oder sie einfach nicht gut genug für irgendwas sind. Aber genau so habe ich eigentlich die ganze Zeit über mit mir selber gesprochen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Zweifel hatte, wenn ich irgendwas nicht mochte an mir, dann habe ich das Ganze bestärkt. Und ich habe mir selber so oft einfach gesagt, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug dafür, das ist scheiße an dir, das gefällt mir nicht. Und diese Gedanken, die habe ich dann irgendwann beobachtet. Und diese Verhaltens- und Denkweisen, ja, die ich zu anderen Menschen hatte, die ich liebe, die habe ich dann versucht auf
ja, auf mich selber zu übertragen. Und hinter diesem ganzen Kampf ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass da ein so fest verankerter Glaubenssatz liegt und der heißt, ich bin nicht genug. Das bedeutet, wie setzt du das Ganze aktiv um? Es geht darum, dass du deine Gedanken beobachtest und erstmal schaust, wie du eigentlich von dir selber denkst und wie du eigentlich mit dir umgehst. Das heißt, das Stichwort oder Zauberwort ist hier auch Achtsamkeit. Und die Antwort ist, dass du unbedingt wieder beginnen solltest, achtsam im Umgang mit dir selber zu werden, ja? Und auf die Worte zu hören, die du zu dir selber sagst und darauf zu schauen, wie du eigentlich die ganze Zeit über mit dir umgehst. Und dann versuch das vielleicht immer mal wieder so zu übersetzen und drüber nachzudenken, wie du gerade mit einem geliebten Menschen umgehen würdest. Und wenn du anfängst, den Umgang mit dir selber so zu betrachten, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich spüren, dass du oft, sehr, sehr oft, sehr lieblos mit dir umgehst. Und ja, den Gedankengang, den ich also heute mit dir teilen möchte, ist folgender. Behandle dich so, wie du einen geliebten Menschen behandeln würdest. Und versuch dir immer vorzustellen, was sich dieser Mensch gerade wünschen würde oder brauchen würde. Ja, und vielleicht braucht dieser Mensch gerade eine Umarmung, vielleicht braucht er Unterstützung oder Halt und dann gibst du genau dir das. Und genau dadurch können wir wieder eine liebevollere Sprache zu uns selber entwickeln und beginnen, uns nach und nach und Step by Step in einem liebevolleren Licht zu sehen. Das bedeutet, Selbstliebe ist kein Verdrängen und kein Ignorieren, es ist kein Beiseiteschieben. Es ist ein Öffnen und ein Zuwenden, ein Annehmen. Ja, und genauso wenig ist es ein, ich stelle mich morgen vor den Spiegel und nehme mich jetzt an, wie ich bin. Oder ja, ich versuche mir jetzt einzureden, dass ich mich so annehme und so liebe, wie ich halt bin und einfach akzeptiere. Nein, es ist halt einfach ein Prozess. Es ist eine innere Reise, es ist ein Achtsamkeitsprozess, eine Bewusstseinserweiterung. Es ist eine Zuwendung zu dir selber, es ist ein Öffnen, ein Annehmen, aber halt einfach kein Verdrängen und Ignorieren. Und genau deswegen mach dir bitte, bitte bewusst, egal wie sehr du bisher gegen dich gekämpft hast, ja, egal wie lange das schon ging, egal wie jetzt deine Vergangenheit aussah, niemand kann dich heute davon abhalten, dich wieder wahrhaftig zu lieben und dich um dich selber zu sorgen. Außer halt du selber. Und das geht nur mit der ersten Entscheidung, dass du dich für dich entscheidest und auf diesen Weg der inneren Reise gehst. Und diese Entscheidung, dich selber zu lieben und wieder anzunehmen, ja, und alles anzunehmen, was du bisher abgelehnt hast, die liegt die ganze Zeit über bei dir und die kannst du jederzeit treffen. Aber wie gesagt, erwarte nicht, dass morgen alles anders ist, sondern begib dich auf diese innere Reise. Und du ganz alleine, du kannst diese Entscheidung dafür treffen. Und ja, für ein glückliches Leben, ja, wo du einfach bei dir selber bist, ist es niemals zu spät. Mach dir das bitte bewusst. Du kannst all das erreichen, was du möchtest. Und du musst dich aber alleine dafür entscheiden, weil glücklich sein ist die ganze Zeit über eine Entscheidung. Ja, und das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt sagst, ja, ich entscheide mich jetzt glücklich zu sein und dann ist alles gut, sondern du entscheidest dich für deine innere Reise. Und genau das liegt in deiner Hand. Und jetzt danke ich dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir schon ein bisschen mehr begreiflich machen, was eigentlich Selbstliebe und Selbstfürsorge bedeutet. Und ja, würde mich wie immer sehr über eine Bewertung freuen. Schreib mir gerne auch wieder deine Anregungen auf Instagram und ja, lass uns da gerne in den Austausch gehen, drüber sprechen. Du kannst mir erzählen, was du vielleicht, in welcher Situation du dich befindest. Vielleicht hast du Fragen oder sonst was. Also lass mich gerne daran teilhaben. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir wieder eine wundervolle Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche.